Du bist doch auf der Suche nach günstigen FIFA 17 Coins? Dann check jetzt gerne den ersten Link in der Beschreibung ab. Dort geht's zu meinem Partner FIFACoin.com und mit dem Rabattcode STAR bekommst du nochmal 5% auf deine Bestellung. Kurze Info zum Video. Die Spieler, die ich im Video gesniped habe, sind leider jetzt schon wieder gefallen. Das heißt, man kann mit dieser Methode nicht mehr ganz so gut traden. Aber darum soll es in dem Video auch nicht gehen und ich würde sagen, let's go! Herzlich willkommen, Freunde, zu diesem neuen FIFA 17 Video und heute gibt es mal was richtig Interessantes für euch. Und zwar werde ich heute versuchen, wie viele Coins ich mir in 5 Minuten traden kann. Und dann, ja, werde ich am Ende eben ein Fazit ziehen. Und falls ihr sowas öfter sehen wollt, lasst den Daumen nach oben da für mehr so Experimente, Bipapo, rund ums Trading. Wie gesagt, einfach einen Daumen nach oben da lassen und dann würde ich sagen, starten wir auch direkt mit dem Timer. Und ich werde das Ganze nicht kommentieren, ich werde das einfach schnell durchlaufen lassen. Und dann würde ich sagen, 3, 2, 1 und go, let's go. Also, wir traden hier auf jeden Fall mit dieser Methode, aber wie gesagt, ich werde das jetzt nicht kommentieren, sondern einfach nur mal traden. And always hesitating, kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire, set my heart afire. Suffocating, I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire, set my heart afire. We'll be right back.
So Jungs, noch 30 Sekunden geht das Ganze und hier verpassen wir leider wieder den nächsten. Also es läuft eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Ja, ich versuche jetzt einfach noch die letzten 30 Sekunden Vollgas zu geben. 20 Sekunden sind es mittlerweile nur noch. Vielleicht kriegen wir noch eine Karte. Jawohl, hier für 900 Münzen haben wir auf jeden Fall eine noch bekommen. 10 Sekunden noch circa. Schauen wir noch, ob wir da vielleicht noch was bekommen. So, 10, 9, so geht die Zeit jetzt gerade runter und da kommen ganz, ganz viele Spiele und da habe ich unabsichtlich geboten. So, zweimal suchen können sich noch ausgehen. Ja, einmal suchen mache ich noch. Und dann war es das auch schon mit den 5 Minuten und den bekommen wir nicht mehr. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch direkt auf die Transferliste und schauen, wie viele Spieler wir bekommen haben. Ja Leute, da haben wir auf jeden Fall schon die Spieler. Also hier ist der erste Spieler, dann der zweite. 3 Spieler haben wir hier. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, 11 Spieler haben wir insgesamt bekommen und ich werde jetzt einfach bei jedem Einzelnen nachschauen, wie viele Coins der wert ist und dann werde ich die alle einfach mal reinstellen. So Freunde, ich habe die Spielerpreise jetzt nachgesehen und ich habe mir auch schon den Gewinn ausgerechnet, den werde ich euch aber erst am Ende verraten. Wir stellen jetzt erstmal die Spieler rein, den hier stellen wir für 950 Münzen rein und ich muss sagen, dass viele Spieler 950 Münzen wert sind. Mit ihm machen wir auf jeden Fall ganz klar den meisten Gewinn, denn der ist einfach mal 1800 Münzen wert und das ist einfach nur krank. Und ja, dann gehen wir weiter zum nächsten Spieler, das ist Giannis und der ist auch 950 Münzen wert und ihr fragt euch sicher die ganze Zeit schon, wieso sind diese Spieler mehr wert? Es ist eine neue Squad Building Challenge zur La Liga rausgekommen und da kann man Suarez als Squad Building Challenge Karte bekommen und deswegen sind die Spieler eben extrem gestiegen. Die Silberspieler sind innerhalb von wenigen Minuten krass hochgegangen im Preis und da könnt ihr auf jeden Fall jetzt richtig gut damit traden. Okay, die stellen wir jetzt alle hier rein für 950 Münzen. Wie gesagt, fast jeder hier ist 950 Münzen wert, wie vorhin schon angesprochen. Der Corredera genauso. Und ja, dann gehen wir zur nächsten Karte und das ist Fernandes und der ist auch 950 Münzen wert. Also im Endeffekt ist jeder 950 Münzen wert, außer die zweite Karte. Mit Fernandes machen wir aber auch nochmal richtig, richtig schön Coins, da machen wir 550 Münzen Gewinn und wenn ich euch dann nachher den Gewinn sage, dann werde ich natürlich auch die EA-Gebühren mit einberechnen, sodass ihr dann wirklich den reinen Gewinn habt. Also ich werde die EA-Gebühren schon abziehen und ihr seht dann wirklich den reinen Gewinn, den ich innerhalb von 5 Minuten ertradet habe. Das ist natürlich nicht so viel, denn ihr seht, viele Spieler stellen wir nur für 50 Coins mehr rein. Da die einfach nicht viel mehr wert sind. Man könnte natürlich auch für 1200, 300 reinstellen oder so. Die würden sich auch verkaufen, würde aber ein bisschen länger dauern. Ich habe mir aber gedacht, ich mache das jetzt einfach mal so, dass sich die Spieler auch wirklich innerhalb von wenigen Minuten verkaufen. Und ja, jetzt werde ich euch auch den Gewinn nennen. Und zwar haben wir in 5 Minuten 2670 Coins genau gemacht. Und das ist auf jeden Fall, finde ich, eine starke Leistung. Also das ist ja alle 2 Minuten 1000 Coins circa. Und ich finde das gar nicht mal so schlecht. Also von dem her, ja, lasst auf jeden Fall den Daumen nach oben da, falls ihr mehr solcher Experimente haben wollt zu FIFA 17, zum Trading in FIFA 17. Ja, Freunde, dann war es auch schon wieder mit dem Video. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage auch schon wie immer, ciao Leute, FIFA Stars.